Pfeffern. Ja, die Cleanstone, die Cobblestones, die wir alle, die ich schon gestern gefarmt habe, sind noch am Brennen. Muss ich mal schauen. Kohle muss ich bei Zeiten auch nachlegen oder ich mache mir Charcoal. Also, Charcoal. Holzkohle. Entschuldigung, also gerade ist mein Husten noch ein bisschen unschön. Ich hätte keine rauchen sollen gerade eben. Naja, egal. So, so und so. Einmal kurz sortieren. Und der brennt und brennt und brennt. Das ist sehr schön. Ja, Monster habe ich aktuell immer noch aus, weil bei dem Bauprojekt möchte ich jetzt ungern andauernd von Monstern angegriffen werden. Das wäre ein bisschen unschön. So, was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Spitzhacken wären nicht schlecht, wenn ich mir die jetzt noch geschwinst craften würde. In der Zeit, wo wir jetzt auch noch 2, 3, ja, noch 4. 4, so. In der Zeit, wo wir hier halt rumrennen, werden auch Golems generiert und die können wir dann gegen später dann auch das Eisen wieder abholen. Und das ist doch von Vorteil, wenn wir hier dann wieder genug Eisen haben, um uns weiteres Werkzeug zu bauen. Und ja, ich habe mir heute Morgen, gut, was heißt morgen? Heute Vormittag, wo ich noch gemütlichst in meinem Bett gelegen bin, mal eine Folge Tango Tag angeschaut. Also ein Let's Play von Tango Tag, einem englischen Let's Player. Heiland Sachs, tut mir leid. Der hat sich einen Brennraum gebaut, der eigentlich nicht mal schlecht ist. Der automatisch alles brennt und den man auch umstellen kann auf XP-Modus und normales Brennen oder nur Brennen und automatisches Abführen. Der Items will ich mir vielleicht auch mal angucken. Dazu muss ich aber dann eine Nähterkundungsreise machen. Denn ich brauche für dieses System bräuchte ich diverse Comparator und für Comparator braucht man einfach Netherquarz und Netherquarz sind neu generierte Nether Chunks und das wird halt schwer dadurch, dass wir auch noch schon oder dass wir relativ oft durch den Nether gereist sind. Wurden halt doch einige Chunks schon generiert und da müssen wir dann einfach mal schauen, wie wir das am geschicktesten hindrehen. So, jetzt mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt. Und dann holen wir uns hier noch den ganzen Sand und alles raus. Und, wo legen wir es hin? Auf die 7. Ja, ich habe mir jetzt mal ein bisschen angewöhnt, auch diese Shortcuts ein bisschen zu benutzen, die jetzt in Minecraft drin sind, wenn man irgendwas ausgewählt hat. Dann einfach die entsprechende Nummerntaste zu drücken, dass das dann automatisch umgelagert wird auf die entsprechende, auf den entsprechenden Inventarslot. So, dann haben wir hier auch wieder Eisen, was wir ja, gut, Eisen kann man immer gebrauchen, aber dadurch, dass wir jetzt ja die Eisengolem-Farm haben, die ich wahrscheinlichst auch nochmal erweitern werde, sobald ich wieder genug Cleanstone habe. Denn ich möchte die mir auch nochmal ausbauen, dass noch eine zweite, ein zweiter Spawning Cave dazukommt. Aber das werde ich dann wahrscheinlich auch in einer langen, verschnellerten Aufnahme machen. Die wird dann aber ja, mit doppelter Geschwindigkeit nur sein, aber da werde ich dabei dann
auch noch ein bisschen labern. Da werde ich mir dann entsprechend noch weitere oder mal anständige Gesprächsthemen überlegen. Aber was heute auch noch von Wert ist, das Champions League Finale von gestern, Deutschland gegen Borussia Dortmund, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Der Sieg von Bayern München, der wirklich hart erkämpft war, aber auch verdient, muss man sagen. Habe ich gestern mit ein paar Freunden angeschaut und muss sagen, es war wirklich ein fucking awesome Spiel. Wirklich sehr spannend. Bayern hat sich's redlich verdient. Natürlich, der BVB hätte sich's auch redlich verdient. Aber man muss halt auch sagen, dass der BVB einige böse Schnitzer im Spiel hatte, dass sie nach dem 1-0 durch Bayern, da haben sie wirklich gut nachgeholt und aufgeholt, aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie einfach angefangen zu schwächeln. Und das war einfach Pech für den BVB, muss man schlicht und ergreifend sagen. Aber man muss halt auch sagen, die Bayern haben extrem in der zweiten Halbzeit gepresst. Die sind wirklich nach vorne gestürmt und haben halt auch das Risiko aufgenommen, dass ein Gegenschlag von dem BVB kommt. Aber Bayern hat verdient 2-1 gewonnen. Aber das Wichtigste war, Hauptsache eine deutsche Mannschaft hat den Pokal geholt. Hätte ja auch nur eine werden können. Oder eine der beiden hätte ja werden können. Ich fand's gut, es gab ab und an ein paar unfaire Entscheidungen, muss man auch ganz klar sagen, für die, wo es gesehen haben, wissen's. Dante hätte eigentlich vom Platz fliegen müssen, wegen schon fast letzten Mann-Foul, wo er, dem BVB-Spieler einfach mal fett in den Magen getreten hat. Er war schon gelb vorbelastet, hätte eigentlich gelb-rot geben müssen, aber naja. Passiert. Ups, das darf nicht passieren. Dass halt der Schiri das anders gesehen hat und einfach keine gelb-rote gegeben hat, auch wenn es fair gewesen wäre. Aber so ist es halt. Vielleicht hat der Schiri einfach ein Auge zugedrückt. Man weiß ja nie und ja. Aber es war wirklich ein schönes Spiel über 93 Minuten. 93? Ja, 93 Minuten müssen es gewesen sein. Ja, 93 hatten ja 3 Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit. Nach der zweiten Halbzeit. Wo dann Robben das 2-1 für Bayern geschossen hat. Kurz vor in der 89. Minute. Und halt durch die ganzen kurzen Unterbrechungen, die es einfach gab im Spielverlauf durch Fouls, Verletzungen, keine Erde mehr. Gab es einfach diese 3 Minuten und ja, Bayern hat halt dann auf gut Deutsch gesagt den Arsch zugekniffen und hat dann einfach auf Sicherheit gespielt, um das 2-1 zu halten. Und das haben sie dann auch sehr gut geschafft. Ah, wir müssen nur noch das eine Feld hier machen. Sehr schön. Ja, also großes Lob an die Bayern-Spieler, auch wenn sie es nicht hören werden, aber großes Lob und so. Es war auch ein, wie nennt man das so schön? Ein geschichtsträchtiges Finale. In Wembley, in London, im Wembley-Stadion. Denn es ist das allererste Mal, dass in dem Champions-League-Finale ein deutsch-deutsches Finale gab. Das gab es noch nie in der Champions-League-Geschichte, dass zwei deutsche Mannschaften im Finale stehen und gegeneinander spielen müssen. Und das war wirklich ein sehr gutes Spiel, ein sehr gutes Finale. Und es war einfach schön anzusehen. Es war schöner Fußball. Von beiden Seiten, muss man ganz klar sagen. Von beiden war es wirklich schöner Fußball.
Hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen. War spannend bis in die letzten Minuten, bis dann Bayern gewonnen hat. Aber der BVB hätte der BVB gewonnen, wäre es auch in Ordnung gewesen, denn Hauptsache eine deutsche Mannschaft hätte gewonnen. Und es ist ja schon alleine geschichtsträchtig, dass zwei deutsche Mannschaften im Finale waren. Von dem her kann man sich nicht beschweren als Fußballfan, wenn da auch der Bayern gewinnt. Auch wenn es manche anders sehen, dass es Dortmund mehr gegönnt hätten, aber so ist halt das Spiel. Das Spiel geht 90 Minuten, der Ball ist rund und muss ins Eckige. Und Bayern hat es halt zweimal ins Eckige geschafft. Aber jeder hatte seine guten Spiele und da kann man einfach nichts sagen. So. Wir machen hier dann noch kurz nebenbei noch ein bisschen TNT-Action. Hoffen wir mal, dass wir hier großteils Erde und Ding haben. Nein, natürlich nicht. Da kommen wir nicht hin. Zup. Einmal. Mal hoffen, dass er nicht zu viel wegsprengt. Und boom. Danke. Nö, hat nicht zu viel weggesprengt. Sehr schön. Ja, doch, ein bisschen hat er hier zu viel weggesprengt. Egal. So. Ja, ich werde gucken, dass ich jetzt auch dann in der... Ah, hier hat er auch noch ein bisschen was mitgenommen. Gut, das kommt durch die Erde. Die Erde ist halt nicht so blastresistent wie Kobbel oder sonst so. Irgendetwas. Oder wie Stein, besser gesagt. Kobbel ist ja das Produkt aus Stein. Ja, das Inventar ist auch schon wieder voll. Nein. Hier. Nee, brauchen wir auch nichts. Wunderbar. Eigentlich müsste ich ja die Brennstation hier hintere stellen, aber da habe ich das letzte Mal nicht mitgedacht. Da müssen wir halt doch ein bisschen hin und her rennen. Und dann schauen wir auch noch mal kurz, ob wir wieder Eisen haben. Gut, wir haben noch 47, müsste eigentlich reichen. Für eine gewisse Zeit. Du kommst wieder zurück. So, Kobbel schmeiße ich da regelmäßig rein. Ja, das ist doch sehr schön. Ah ja, da ist noch ein 16er Stack drinne. Gut. Ansonsten schmeißen wir halt zwei Holzstacks rein. Die werden auch ihre Arbeit machen. Aber jetzt schauen wir mal kurz, ob ich habe noch, wenn ich mich richtig erinnere, in der Aufnahme von gestern, das habt ihr jetzt auch leider nicht gesehen, habe ich Dimension Anchor hier unten hingesetzt, damit die Monsterfalle betrieben ist. Vielleicht gibt es dann noch ein bisschen TNT oder so, das wir nutzen können zum schnelleren Abbauen der ganzen Chose. Hoffen wir es mal. Also der ist, der lädt die Chunks hier ringsrum. Müsste eigentlich was gebracht haben. 30. Ist zwar nicht so viel, aber besser als nichts. Können wir uns ein bisschen TNT craften. Und da ich es nicht weiß, wie man es macht, mache ich so. 5. Ja, 6 kann man machen. Warte jetzt, so. Düpp. Nee, hä? Doch. 3. Eins. 2. 3. Genau. Kleinen Moment. Also wie man hört, ist mit dem Husten ist es noch nicht allzu gut. Ich glaube, das muss ich dann im Zweifelsfall ein bisschen runterdrehen. Aber das werden wir dann sehen. Aber was will ich jetzt mal kurz gucken?
Details, nein. Rudder, Hostile Mobs. Ach so.